Und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Simt. Ja, MHD, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute mal mit der Tatra unterwegs. CKD, ihr seht schon. Und wir werden uns heute mal die Linie 1 mal hier anschauen. Die werden wir mal ein bisschen unsicher machen. Und das Ganze mit dem, ich glaube, der T6A5 ist das Ganze. Und ja, freue ich mich drauf. Hoffe, ihr seid mit dabei. Wollt mehr sehen hier von dem Simt-Simulator. Es ist wieder mal spät. Deswegen hoffen wir mal, dass es hier immer noch so den einen oder anderen Fahrgast gibt, der uns jetzt hier heute begleiten wird. Und von daher würde ich mal sagen, bereiten wir alles vor, dass wir hier so abfahrbereit sind. Und ja, lassen wir uns also dementsprechend mal ein bisschen überraschen. So, dann rein hier und hoffen, dass er jetzt los will. Ja, perfekt. So, willkommen, willkommen, ja, hier in unserer wundervollen Tatra. Oh, und der Sound, großartig. Machen wir alle Türen auf. Habt ihr gehört? Fantastisch, Alter, fantastisch. Wahnsinn. So, können wir uns hier auch umgucken? Geht das? Ja. Ah, da unten haben wir unseren Fahrplan. Wundervoll. Julio. Originalton, oder? Wenn die so bremst, genau dieses Geräusch, ja, das ist so, da krieg ich Gänsehaut von, ja, wenn der hier abbremst, ja, das ist fantastisch. Ich liebe es jetzt schon, ich liebe es jetzt schon. Ach Mensch, ja, hier fehlt mir so ein bisschen so ein bisschen die Mod-Community, die so Strecken bastelt oder sowas, weiß ja nicht. Wir werden es auf jeden Fall mal weiter beobachten, das ganze Projekt, auf jeden Fall, ja. Und werden das auf jeden Fall weiterhin begutachten. Bin gespannt, wo sich das ganze Projekt hier hin entwickelt. Mit 72 km/h hier auf der Strecke. Fantastisch. Ja, das nenne ich grandios. Ich hoffe, der Sound ist jetzt in-game nicht ganz so laut, ja, dass ihr mich hier trotzdem noch verstehen könnt. Ja, manchmal kratzt er schon so ein bisschen an dem Gelben an, aber meine Stimme geht schon noch ein bisschen weiter über das Gelbe hinaus. Von daher hoffen wir einfach mal. Hier geht es jetzt berghoch. Der Kollege kommt uns auch schon entgegen.
Großartig, großartig. So macht Spaß, so macht Spaß, ja. So. Hier sieht man allerdings noch, ne, dass die Karte echt nicht weit ist. Und mit dem Aufbau hier sind viele leere Flächen hier. Jetzt kommt rechts eine Mauer, links ist jetzt ein bisschen leer. Ne. Das ist das allgemeine Problem, dass er halt relativ spät es aufbaut, die ganzen Texturen halt, ne, also die ganzen Objekte. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und das ist so der Punkt, wo ich ein bisschen groß die Schwäche sehe hier in Sind. Ja, also das war jetzt gerade schon ziemlich sehr leer. Jetzt auf einmal haben wir hier ganz viele Objekte und alles sowas. Ne? Das hätte man von weitem schon gesehen. Wenn es zum Beispiel Felder gewesen wären, dann hätte man das irgendwie ein bisschen besser zeichnen müssen oder so. Ne? Das ist so meine Meinung. Wo sind denn die Leute hin? Weg ist. Weg, ja, okay. Ah, ne, warte mal. Wir können da die Tür offen lassen, weil wir sind ja noch relativ früh. Wir haben hier 2 Minuten Verfrühung. Ah, piept doch nicht so. Ja, gut, jetzt geht das Piepen nicht weg hier. Wir machen mal die Türen zu. Boah. Ich werde die Tür nochmal aufmachen. Ist vielleicht besser. Ja, so. Es piept hier oder quietscht hier nichts mehr. Ja. Das ist auf jeden Fall, also von der Soundkulisse, ja, also dieses Bremsen, ja, das ist super gemacht, ja, das ist, kenne ich, wie gesagt, aus Berlin, ja, unsere Tatras, die hatten auch dieses Bremsgeräusch. Ich weiß gar nicht, ob das halt in Lotus halt auch so krass umgesetzt ist, ja, aber wie gesagt, das erste Mal, wo ich das Geräusch gerade gehört habe, Gänsehaut pur, ja, aber das liegt halt auch schon, wo ich mit der Straßenbahn gefahren bin, liegt schon viele, viele Jahre zurück, ja, also, da darf man es mir nicht verübeln. Aber fantastisch, fantastisch. Hier, da sehen wir zum Beispiel auch noch den. Hat der 3 gehabt? Kicke mal, der hat sogar 3. Wahnsinn. Also der KT halt, ne? Aber mit noch mit Mittelteil hier noch. Was es alles gibt. Ich wusste ja, dass der KT hier mit drin ist, aber dass das jetzt sowas ist, das. Joa. Ah ja, stimmt, Straßenbahn bimmelt ja hier beim Abfahren. Thank you.
Ja. Da waren wir jetzt ein bisschen zu spät. Alles einsteigen und aussteigen. Kreisverkehr hier oder sowas, oder? Ja, aber so in etwa, denke ich mal, kann man sich auch Lotus dann irgendwann mal vorstellen, wenn das Ganze halt fertig ist, wenn es Fahrpläne gibt, wenn die Fahrzeuge da sind, wenn KI ist ja jetzt da, wenn die Menschen da sind und so weiter und so fort. Wenn die ganzen Sachen da sind, denke mal, dann haben wir einfach einen rundum perfekten Simulator, ja, wo wir dann halt auch Bus und Bahn fahren können, ja, wo wir halt auch U-Bahn fahren können und so weiter und so fort. Denn ja, Lotus ist ja da schon relativ offen mit der ganzen Sache. Und wenn das Ganze dann genauso performant läuft, dann ja, wie jetzt hier zum Beispiel, hier so ein bisschen wie SimD-MHD, natürlich je nach Rechnerleistung und alles sowas, ja, dann, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich auf Lotus. Und wenn die Menschen sich natürlich besser bewegen, ja. Das sah gerade schon sehr witzig aus, wie die Frau da losgelaufen ist. Ja, so sieht's also aus, Leute. So sieht's also aus.
So. Weiß gar nicht, wie lange wir noch unterwegs sind. Mal schauen. Ja, scheint noch ein bisschen was zu sein. 23:50, glaube ich. Okay. Sollen wir ankommen, also 10 Minuten. So, steigen Leute halt und aus. Natürlich wieder langsamer Zeit. So, wir haben gesperrt. Dürfen wir jetzt das Signal jetzt nicht passieren. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ah, das fühlt sich richtig toll an. Also Wahnsinn. Also wir sind jetzt schon mit dem Skoda gefahren. Ja, der Skoda war schon cool. Ja, aber irgendwie fetzt es mit der Tatra hier noch mehr. Weiß ich nicht warum. Ja. Schade ist wirklich jetzt, wie gesagt, wir haben hier nur zwei Linien. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen, ne? Aber ich denke mal, das geht in Ordnung. Vielleicht kommt da in Zukunft noch irgendwie was. Ja, das ist wieder so typisch. Tja, also so im Großen und Ganzen, jetzt haben wir uns ja ein bisschen was angeschaut, jetzt ja in den letzten Folgen und natürlich auch in dieser Folge, muss man ganz ehrlich sagen. So grafisch, okay, da kann man jetzt drüber hinwegsehen. Ich finde das jetzt nicht ganz so hässlich. Für mich ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen zu grau, ja, aber für mich geht es immer noch vollkommen in Ordnung. Das, was mich halt wirklich, wirklich stark stört, ist halt dieses späte Aufploppen von den ganzen Objekten und Gebäuden und alles sowas, ja. Also das ist ein bisschen, das müssen die irgendwie da erhöhen. Irgendwie müssen die das da irgendwie besser bekommen, dass du halt nicht so eine großen Leerflächen hast. Bin mal gespannt, wie die Reise halt geht. Ich weiß nicht, wie lange diese Simulation schon existiert überhaupt. Ja, also das ist auch noch so ein Ding. Wo ich damals das erste Mal von Sim gehört habe, wie gesagt, war es bei einem anderen YouTuber gewesen. Das war jetzt vor 3 Jahren. Und ja, fertig ist immer noch nicht. Ne? Thank you.
Von daher muss man wahrscheinlich auch hier in diesem Projekt wahrscheinlich viel Geduld mitbringen. Ja, damit man dann irgendwo irgendwann sagen kann, was es für eine Simulation irgendwann mal später sein wird. Ja, naja, so sieht's also aus. Gesehen, ja, der Fahrer zum Beispiel, der hat gerade Lichthupe gegeben. Ne? Ja, also auch hier untereinander versteht man sich hier unter den Kollegen. So. Ah ja. Vorletzte Haltestelle. Dann sind wir auch schon an unserem Zielpunkt hier angekommen. Und dann haben wir das hier auch geschafft. Ja, auf jeden Fall. Schöne Soundkulisse. Muss man mal lassen. Schöne Soundkulisse. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen so fahrzeugtechnisch. Klar, also irgendwie, wenn man sich mal wirklich krass betrachtet, sieht das Fahrzeug in Notes natürlich schon tausendmal besser aus. Ne? Also, holy shit. Aber ich finde, der macht jetzt hier nicht alles verkehrt. Ja? So, und damit haben wir unsere Fahrt abgeschlossen. Ja, 26, zwei wahrscheinlich. Achso, wir hatten 26 Fahrgäste wahrscheinlich. Toscano 42, das müsste man jetzt alles wieder übersetzen, was das Ganze bedeutet. Das ist natürlich doof, da wollen wir natürlich nicht hin. Das soll es aber auf jeden Fall gewesen sein von der heutigen Folge hier mit SimtMHD und dem Tatra. Ja, also schöne Sache. Soundkulisse, wie gesagt, großartig. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so in die Kommentare posten. Schreibt es unten einfach rein. Was haltet ihr davon? Fallt ihr jetzt den Sound als auch genauso überwältigend wie meine Wenigkeit oder sagt, das ist mir doch vollkommen Rille? Ja, dann wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion und schreibt es einfach unten mit rein. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video hier wieder, wenn es weitergeht mit Simt. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss. Und natürlich wieder, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!